Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jetzt, wenn man der Opposition so zuhört, dann müsste man fast glauben, dieses Gesetz wäre keine Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge und wir hätten das Ziel nicht erreicht. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall und das wissen Sie ganz genau. Wir haben einen Koalitionsvertrag zwischen SPD, CDU und CSU vereinbart. Wir wollen die BAV stärken und weiter verbreiten und zumindest den Bereich stärken haben wir erreicht. Und warum wir die BAV stärken wollen, ist auch klar, weil wir hier noch ein Riesenpotenzial haben. Nur 60% aller Arbeitnehmer haben in Deutschland eine betriebliche Altersvorsorge. Aber viel tragischer ist, und der Karl Schieberling hat es erwähnt, ich weite jetzt das bisschen aus, nur 27% der Geringverdiener bis zu 2.500 Euro brutto, ja, wenn man das mal so als Maßstab nimmt, haben eine betriebliche Altersvorsorge. Und das ist nicht der Unwille, das ist auch nicht die hohe Bürokratie, sondern es ist einfach schlicht und einfach der Fakt, dass die sich die 20 Euro im Monat nicht leisten können für die betriebliche Altersvorsorge, dass die das absparen müssen für Wohnung, für den Kindergartenplatz oder auch für Lebensmittel. Und deswegen ist es wichtig und das klare Signal von heute, dass wir bei den Geringverdienern mit angesetzt haben. Und das ist ein guter Erfolg dieses Gesetzes. Wir haben beschlossen, dass zum ersten Mal bei den Neuverträgen, aber auch bei den Altverträgen ab 2022 zwingend 15% pauschal der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers mit überführt werden müssen. Das ist ein Riesenverfolg. Zweitens, wir haben den Geringverdienerzuschuss für die Arbeitgeber auf 30% festgelegt. Das heißt, dass bei einem Zuschuss von 480 Euro des Arbeitgebers dieser 144 vom Staat bekommt. Eine ganz klare Förderung der Geringverdiener im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Wir haben im parlamentarischen Verfahren nochmal die Einkommensgrenze für Geringverdienern von 2.000 Euro auf 2.200 Euro erhöht. Und damit erreichen wir knapp 1,4 Millionen Menschen mehr. Wir haben aber auch die Riester-Grundzulage erhöht von aktuell gültig 154 im ersten Gesetzentwurf, 165 jetzt auf 175 Euro. Das heißt, es gibt im Vergleich zu heute 21 Euro mehr. Und wir haben auch den steuerfreien Dotierungsrahmen von 4 auf 8%, das heißt bis zu 6.000 Euro im Jahr erhöht. Das sind mit dem nächsten wichtigen Punkt ganz klare Verbesserungen. Und sechstens haben wir einen ganz klaren Punkt gemacht bei der Frage Grundsicherung, bei der Nichtanrechenbarkeit von bis zu 200 Euro auf die Grundsicherung. Und somit ist die Aussage dieses Gesetzes, wer vorsorgt über eine betriebliche Altersvorsorge, ist, wenn es ihm später mal schlechter geht, immer besser gestellt als der, der nichts tut. Und das ist eine wichtige Aussage, wichtig für das System. Und darauf kann man auch stolz sein. Auch die SPD. Der Bereich Stärkung ist damit erreicht. Naja, weil jetzt werden sie nicht mehr klatschen, was jetzt kommt. Ja? Also das war die letzte Chance für mich. Der Bereich Stärkung ist damit erreicht. Jetzt kommen wir zum Bereich Verbreiterung. Und da kann man unterschiedlicher Ansicht sein, was die größten Hürden sind. Ist es die Bürokratie? Ist es die Haftung? Man hat sich jetzt für einen Weg entschieden, der einen Paradigmenwechsel darstellt. Nämlich zum ersten Mal einen Durchführungsweg, der den Arbeitgeber aus der Haftung nimmt. Und das Grundprinzip der betrieblichen Altersvorsorge war immer die Haftung des Arbeitgebers. Arbeitnehmer finanziert, Arbeitgeber organisiert, aber haftet auch. Man hat sich jetzt entschieden, in diesem Gesetzentwurf davon wegzugehen. Das heißt, übrigens auch in Rücksprache mit allen Sozialpartnern, auch die Arbeitgeberverbände, auch die Gewerkschaften wollen das. Ich kann denen nur zurufen, seid euch bitte bewusst, welche Verantwortung ihr jetzt übernehmt, welche Verträge ihr abschließt und wie ihr kommuniziert. Das Garantieverbot, das damit einhergeht, wenn ich die Haftung ausschließe, ist folgerichtig. Ich kann nicht ohne Haftung Garantien versprechen. Allerdings ist die Aussage richtig, Garantien kosten Geld und kosten Rendite. Genauso richtig ist die Aussage,
dass eine hohe Rendite Sicherheit kosten wird. Und das muss richtig kommuniziert werden. Man muss das den Menschen auch wahrheitsgemäß übermitteln. Und ich, wie die Ministerin auch das vorher angesprochen hat, sehe hier einen sehr großen argumentativen sehr große argumentative Aufgabe auf alle zukommen, das auch zu erklären, was das heißt, eine Betriebsrente ohne Garantien mit der Chance auf eine höhere Rendite, aber natürlich auch mit dem Risiko auf eine kleinere. Für Gutverdiener ist dieses Risiko keine Schwierigkeit. Das kann man eingehen, aber denken Sie, wir haben darüber gesprochen, an die Kleinverdiener, die Ministerin hat es erwähnt, alle meine Forderungen sind erwähnt, an die Geringverdiener. Kann sich ein Geringverdiener dieses Risiko leisten? Diese Frage wird in den nächsten Jahren beantwortet werden von den Menschen, die diese Rente eingehen oder nicht. Man wird mit den Füßen abstimmen. Und ich kann noch mal zu äußerster Seriosität der Tarifpartner auffordern. Es darf hier nicht zu einem Überbietungswettkampf kommen, sondern wir brauchen hier ganz große Seriosität und Achtsamkeit. Nur dann kann dieses Gesetz wirken. Und wir haben auch noch mit hineinbekommen, parlamentarisches Verfahren, dass wir eine Erleichterung haben, sich für OT-Betriebe, für nicht tarifgebundene Betriebe anzulehnen, denn eines gehört auch zur Wahrheit: Die Mitarbeiter in Betrieben, die eine Tarifbindung haben, haben privilegierte Arbeitsverhältnisse in Deutschland, Gott sei Dank, und um die mache ich mir die wenigsten Sorgen. Wie schaffen wir es, OT-Betriebe noch stärker an der betrieblichen Altersvorsorge partizipieren zu lassen? Da sind wir leider weit hinter den Potenzialen hinterhergeblieben. Zumindest haben wir hineingeschrieben, dass die Tarifpartner keine Mondpreise verlangen dürfen bei der Anlehnung, dass sie nur sachgrundbezogene Preise verlangen dürfen, das heißt für die Administration Sondergebühren ansonsten aufnehmen müssen. Allerdings hätte ich mir schon erhofft, dass wir im Bereich des Opting-outs, weil wir wissen alle, Opt-out-Modelle haben die größte Durchsetzbarkeitsfähigkeit von BAV-Modellen in Deutschland, dass wir im Bereich des Opting-outs hier weitergegangen wären und hätten zumindest auch das Opting-out auf betrieblicher Ebene erlaubt. Ich habe nämlich genauso viel Vertrauen in die Betriebsräte und die Betriebsratsvorsitzende, wie ich sie in Gewerkschaftler habe. Das müsste man wohl in der nächsten Legislatur machen. Das hätte nämlich wirklich eine Verbreiterung der BAV gebracht. Herzlichen Dank. Ralf Kapschak hat als Nächster das Wort.